Ja, Mahlzeit, meine Hübschen. Bevor ich es ganz vergesse und weil einige sicherlich auch schon drauf warten, der MZ-Artikel zum Thema Clubhouse kommt erst am Samstag. Der Redakteur hat mich vorhin angeschrieben, mich kann ja immer jeder anschreiben, bei WhatsApp wisst ihr ja, dass der Artikel erst am Samstag kommt, ich soll mich nicht wundern. Gut, also wissen wir erstmal Bescheid. So, nächstes Thema, ganz großes Thema irgendwie. Ich habe ja, wie ihr mich so kennt, immer mein offenes Ohr für meine Bürger. Und da kam heute Vormittag, heute früh kam eine Mitteilung, Mensch Matthias, in der Gottesleben ist gerade ein ganz großes Thema, was irgendwo die Leute beschäftigt und deswegen stehe ich auch hier vor dem Friedhof. War jetzt diesbezüglich auch schon beim Ordnungsamt der Stadt Nymburk-Saale, weil ihr wisst ja, wenn ich da irgendwo auftauche, ist ja immer ein bisschen was anderes, als wenn ich da nur anrufe. Hat jetzt nämlich der Sachverhalt ist folgender. Hier gibt es wohl eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes, die ihr Grüngut auf dem Friedhof entsorgt, in den Abendstunden mit der Schubkarre. Gibt es auch Fotos, habe ich gesehen, alles, gar keine Frage. Bin ich natürlich zum Ordnungsamt hin, zur Leiterin, dass die Chefin ist von der Mitarbeiterin. Ich sage, wie sieht's denn aus? Könnte ich nicht in Popzig auch, wenn ich mal Lust hätte, mein Grüngut irgendwo da auf dem Friedhof entsorgen? Nee, das geht natürlich nicht, das darf man nicht. Das ist wirklich nur für Grüngutabfälle vom Friedhof. Und ihr wisst ja, wie ich es immer mache, war ist ja gar keine Frage. Man kriegt ja die Infos, die man braucht. Und dann kam die große Diskussion. Ich sage, wie sieht's denn aus, wenn das jetzt eine Mitarbeiterin vom Ordnungsamt macht? Ja, das geht natürlich auch nicht, gar keine Frage. Und dann habe ich mal mit der Sprache rausgerückt und dann war man natürlich, ich glaube, dass der Mitarbeiterin, also der Leiterin vom Ordnungsamt auch, dass sie das nicht wusste, ist im Übrigen die gleiche Mitarbeiterin, die damals die armen Angler von der Saale vertrieben hat und da immer dolle Wert auf Ordnung und Sicherheit legt und dann macht sie selber solche Aktionen. Ja, also ganz starkes Stück. Gerade wenn man im Ordnungsamt ist, hat man keine Sonderrechte und kann sich irgendwie denken, man hat jetzt hier, man kann jetzt machen, was man will, ja. Also wie gesagt, danke für die Hinweise aus der Bürgerschaft. Ist natürlich eine Sache, die man auch im Stadtrat mal klären muss, wie sowas sein kann. Und was es jetzt für dienstrechtliche Konsequenzen hat, wissen wir alle natürlich keine. Manche Leute können ja einfach machen, was sie wollen. Dafür sind sie ja irgendwie zu lange in der Verwaltung beschäftigt oder wissen zu viel oder wissen zu wenig, keine Ahnung. Das ist jedenfalls das, was mich gerade umtreibt, hier in Neugattersleben vor dem Friedhof zu stehen. Dass hier in Abendstunden Grüngut von privaten Grundstücken entsorgt wird. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Wisst ihr erstmal Bescheid und ich hoffe, es hat dann Konsequenzen auch für die Mitarbeiterin. Weil, wie gesagt, keiner hat hier in dieser Stadt Sonderrechte. Bis dann.